Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Life in the Woods. So, wir brauchen Glas. Wir brauchen Glas, ich glaube, hier müsste noch was drinnen sein. Ja, ich werde es dann... Meine Nase juckt, Entschuldigung. Ich werde es dann gleich zu Scheiben verarbeiten versuchen. Ich hoffe, das halt... Ja, ich hoffe, das klappt jetzt. Ich bin mir jetzt leicht verunsichert. Ich glaube, man kann keine geschisselten Glas... Blöcke verarbeiten. Jo. Ja, yep, so ist es auch. Jo. Ist halt so, ne? So, schön zusammensammeln. Ich könnte eigentlich das schließen und so sammeln. Wäre besser gewesen, ne? Ja. Schüsselding. Ich schüssel das hier gleich mal. Zu den Dingens hier. Da. 64 müssten eigentlich reichen, glaube ich mal. Schauen wir einfach mal. So, aber es schaut nicht so schlecht aus. Gut, den Rand hätte ich anders färben können eventuell, aber passt schon so, weil als Scheibe kriege ich dieses Modell nicht. Und dann wird es wieder komisch ausschauen, glaube ich. Ich hoffe, dass es so passt. Ich hoffe, es gefällt euch auch, so wie es jetzt ist. Mal das grobe Dings, so. Ich brauche Leiter, ne? Ich habe die Leiter wieder mal liegen lassen. Meine Güte. Zocki, reiß dich zusammen. Nein, wo sind die Leitern? Ja, wo sind sie? Habe ich überhaupt noch welche? Ja, tatsächlich, ich habe noch welche. So. Quietsch, quietsch, quietsch. Kann ich von hier außen auch schon was machen? Aha. Okay, das geht so nicht, ne? Weil der schon geschisselt ist quasi. Naja. Dann muss ich hier nach oben. Das heißt, ich kann das hier schon mal weghauen. Vorsichtig. So, vorsichtig. Und hier auch nochmal. So, passt. Einsammeln, sammeln, sammeln, sammeln. Wo ist jetzt das kaputte? Ich glaube hier, ne? Das heißt, wenn ich hier jetzt da... Zack. Geht das so? Jawohl. Ah ja, natürlich, es färbt sich ein. Ich bin so schlau. Ich hätte es hier machen können. Da so. Dumm, 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 dumm. So und so. Na. Da. So, da muss ich den nochmal weghauen. So. Gut. Super. Ach ja, aus mir wird definitiv kein Häuselbauer. Das habe ich schon begriffen. So, und so. Mal rauf hier. Huch, langsam, langsam. So. Komme ich hier? Das ist jetzt auch Glas, oder was? Passt, hau ich mal kurz weg. Boah, langsam. Langsam. So. Okay. Jetzt brauchen wir die hier wieder. Jawohl. Au. Ach, Menno. So. Jetzt nochmal rauf. So. Rauf. Wieso leckt denn das jetzt schon wieder so viel? 5 FPS nur mehr. Sehr schön. Ich glaube, ich muss nochmal ganz kurz dann... Ups. Minecraft vielleicht nochmal starten. So. Und so. Und... Aha. Okay. Ich sehe es nicht. Wird das jetzt kaputt oder nicht? Na, das hört sich nur so an. Okay. Ach, du Heilige. So, dann machen wir das hier mal fertig. So. Aha, da war wieder ein Loch. Ich krieg das nicht mit, wann da ein Loch ist und wann nicht. Ach, langsam. Muss ich leider wieder zusammenhauen. So. Ja, ich will hier hoch, bitte. Und Horuk. So. Dann nochmal den Block. Also. Der Block muss hierhin. Der Block muss hierhin. Jetzt müsste es passen. So. Und so. Ja, ich glaube, jetzt ist okay. Meine Güte. So. Genau. Hier fehlt jetzt einer, ne? So.
Langsam. So. Jetzt mal wieder wechseln. Zu dem hier. So, ich krieg's schon hin. Keine Panik, ich krieg das irgendwie hin. Jo, alles gut. Glaube ich. Würdest du? Perfekt. So, schön hinstellen. Puh. So. Jetzt kann es endlich weitergehen. Ja, ja. Außer ich mache es wieder so. Na, ja. Keine Sorge, der Holzbalken da kommt noch weg. Den hauen wir dann von innen weg. Ich hoffe, das gelingt mir, ohne dass ich was kaputt mache. Nee, vergiss es. So, und so. Jawohl, das schaut ja aus. Das schaut ja schon mal nicht so schlecht aus. Unser Gewächshäuschen. Was haben wir da? Was habe ich da jetzt gebaut? Wieso schießelt der jetzt nicht? Ach, Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, da geht was nicht. Alter Schwede, ich habe so Schiss, dass ich da runterfall. So. So, und so. So, dann machen wir das gleich auf so und so und so. Und so, 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 war, um Gottes Willen, langsam, dann so, und 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 hier noch eins, und da noch eins, hat es jetzt hingehauen? Nein, hier noch eins. Perfekt, jetzt haben wir es. Und dann haben wir das hier. Und jetzt mal, blups, ouch. So. Jetzt kommt die Gefahr, dass ich hier noch was zusammenschlage. Unabsichtlich. Boah. Langsam. Wegen die schlechten FPS. Ja. Gut. Ja, gut. Ja, mach. Okay, da will er nicht. Dann hier. Dann da. Dann so. Dann hier. Dann da. Und so. Und hier. Wow. Und da und so und so. Ja, ein bisschen schießen. Ah, so. Boom. Kaputt. Gut, die nächste ist da. Nächste Axt ist da. Das ist wunderbar. So. Weg, weg, weg. Und blub, 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 blub. Mal es einsammeln. Puh, gleich haben wir es. Da blendet es. Entschuldigung. Ei. Ei. Ja. Sachte. Jawohl. Okay, da will er nicht. Okay. Ich traue mich nicht mal zu blinzeln, weil ich Angst habe, dass ich genau diese eine Sekunde verpasse, wo ich von der Maus runter muss, bevor ich die Scheibe einschlage. Passt, sehr gut. Das hätten wir schon mal. So, jetzt ist nur die Frage. Blub, blub, blub. Hier wäre es noch schöner, da was zu machen. Jetzt ist die Frage, ob ich es mit den normalen Scheiben mache. Ich glaube schon, mit denen da unten. Da muss ich nämlich nochmal ein Stückchen hoch. Oh, weia, das war nicht so schlau von mir. So, na komm. Hüpf. So, jetzt habe ich auch nur mal 5 Stück, ne? Und das war's schon wieder. Na prima. Kann ich schon wieder runter? Schlau, 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 schlau. Nicht. So. So. Habe ich die Werkbank noch hier? Ja. Sehr gut. Die borge ich mir kurz aus. Bitte nochmal eine Partie Scheiben. Ich glaube 16 Stück müssten reichen. Ich bin mir aber nicht sicher. Und Schüsseln.
schisseln wir gleich. So. Zu die hier. So. Aber ich hoffe, das schaut dann von außen gut aus. Ich habe ein bisschen Angst. Wie gesagt, ich kriege da oben jetzt nicht so einen schönen Rand hin, wie wir es hier haben. Das muss reichen, wie wir es da gerade bauen. Okay. Und ich glaube hier oben noch einmal, ne? Da müsste es fertig sein. Ich weiß, das sieht man, das Dach sieht man jetzt nicht so schön, ne? Aber durch das, dadurch, dass es eben diese Dingens da hat, diese Striche, kann man eventuell daraus schließen, dass es doch Glas sein soll. Ich hoffe, es ist für euch auch okay, wie es so ist. Ich hoffe wirklich sehr. So, ich muss jetzt nochmal hoch. Den einen hole ich mir jetzt noch. Hui! So. Die anderen haue ich weg. So. Jawohl, ja. So, ja. Es ist jetzt zumindest dicht. Es ist jetzt dicht. So, von oben kommt kein Regen mehr rein. Das ist gut, weil hier kommt dann eh alles Wasser. Also Wasser kommt da hin. So, das haben wir auch weg. So. Dann mittig wieder am besten. 1, 2, 3. Komm, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Jawohl, so. Hopp, hopp, hopp. 1, 2, 3, 4 und 5. Dann haben wir da 1, 2, 3. Ich glaube 3, ne? Das müsste passen. Und ruck, hier oben noch. Ist das so korrekt? Ich glaube ja. Gut. Dann gehe ich noch den Block holen. So, passt. Und zusammenhauen. Super, wir haben es geschafft. Warte, ich nehme die Axt, die geht besser. So, wir haben es hinbekommen. Das Dach ist normalerweise jetzt fertig. Boah. So. Sehr gut. Jetzt ist die Frage, wie bringen wir die Fackeln an? Gehen die Fackeln auch hier aufs Glas? Eigentlich nicht, ne? Ans Licht habe ich gar nicht gedacht. Ja, darauf kommt die Zocki wieder mal sehr früh. Grüble, grüble und studiere. Wisst was, wir gehen mal pennen. Jawohl, das ist das Erste, was wir machen. Wir hauen uns mal aufs Ohrli. So. Gutes Nächtle. Na, geht schon? So. Jam, 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 jam. Was? Hey, hallo. Was war denn das jetzt? Essen. Also nebenbei. Mal nehmen ein Stück Marmelade, also ein ganzes Glas, 3 Gläser voll Marmelade mal zum Frühstück, das passt. Au! Blockiert. Also ich war hier irgendwie jetzt eingeklemmt, scheinbar. Frechheit. Naja, wir hauen die Fackeln weg. So. Huch. So. So, und machen jetzt unser 0815 Hochbeet, sag ich mal. Blub, blub, blub und blub. So, dafür brauchen wir jetzt Erde. Mal schauen, ob wir noch Erde irgendwo liegen haben. Schau, bist du schon wieder fertig? Deichsel, das geht aber schnell. Ja, ist mal recht. Dann nehmen wir noch ein paar Beeren zum Frühstück. Jam, schmatz, schmatz, schlürf. Lecker. Was haben wir da? Da ist nichts. Was haben wir da? Super. Viel Erde ist das gerade jetzt aber nicht. Fü. Mhm. Lehmziegel. Mhm. Okay, das heißt, wir müssen Erde klatschen gehen. Bei passender Gelegenheit. Aber ich deute jetzt einfach mal an, wie ich mir das mit dem Beet vorstelle. Und zwar, vielleicht, wenn es nicht zu dämlich ausschaut. Okay, das schaut dämlich aus.
verzichte ich lieber auf eines und mache so. Huch, das war eins zu viel. So, ne, dahinter kommt das Wasser. Ich weiß, man kann das viel effizienter wahrscheinlich machen, aber ich finde es vielleicht so gar nicht so hässlich. So, da kommt eben das Wasser hin, da so ums Eck herum, bis dahin haben wir dann unser Beet. Und dann möchte ich gerne, wenn es möglich ist, möchte ich gern probieren, hier, ich mache jetzt nur mal provisorisch, mit dem Schüsselding, warte, geht das eigentlich so? Ich wollte es jetzt, warte mal, ich probiere jetzt mal was. Okay, das geht so nicht. Wie geht das? Ist das ein anderes Werkzeug, dass man hier... Ach, ich bin doof. Ich musste was anderes bauen. So war das. Ich bin nur dämlich. Wie immer. Wow, das war jetzt flott. So. Ich muss hier was anderes bauen. Stimmt. Werkbank ist hier. Die baue ich mal kurz hier auf. So. Was ist denn das? Schaut doof aus. Hallo? So. Kurz mal hier hin. So. Genau, da war sowas. Da konnte man... Was war denn das? Zusammenklappbarer. Das war er, ne? Ich probiere den mal. Okay, da muss ich 9 machen. Tack, 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 tack. Ist nur mal ein Versuch. Ob das jetzt der ist, den ich gemeint habe. Warte. Nein, so wollte ich das nicht haben. Ach, braucht man da vielleicht doch wieder ein eigenes Werkzeug dafür? Wieder etwas, das ich lernen muss. Da konnte man doch, ihr wisst schon, ne, den Block quasi halbieren, dass man hier noch so eine schöne Umrandung gehabt hätten. Muss ich mich wieder schlau machen. Das wird aber wieder eine Woche dann dauern, weil die Aufnahmesession für Minecraft ist ja jetzt dann schon vorbei. Vielleicht komme ich ja noch dahinter, wie das gemeint sein könnte. Zimmermann, was hätten wir noch? Eine Garagentür, genau, den Blumentopf, den werde ich mal auf jeden Fall dann bauen. Zauntor, Luke, Leiter, Hebel, Druckplatte, Tresor, denn der wird mich auch interessieren. Keilförmig, schräg innen, schräg außen. Prisma-Rampe, keine Ahnung, was das sein soll. Und normale Treppe. Barriere. Ein Bett des Zimmermanns gibt es auch. Aha, das haben sie rausgenommen wahrscheinlich, wie es ausschaut. Ah, so ist es. Einfaches Blumenband. Das geht auch mit Klee. Ah, wie niedlich. Ah, hier ist das Bett des Zimmermanns. Da oben steht's und da unten ist es nochmal. Lol. Echt wahr? Ich hätte mir das mit die... Ja, okay, wir hätten schon viel früher ein Bett haben können. Entschuldigung, habe ich nicht gewusst. Was ist das? Easy Crafting? Aha. Auto Crafting? Aha. Umbrafarbene Herbstblätter. Genau. Okay, Hammer des Zimmermanns. Das wird sein. Damit kann man das sicher einschlagen. Meißel des Zimmermanns gibt's? Ah, so. Damit kann man das wahrscheinlich bearbeiten. Okay, Entschuldigung, das habe ich nicht gewusst. Da müssen wir bei passender Gelegenheit mal wieder ein bisschen Eisen sammeln. Ich dachte, das ist ein Schüssel ist Schüssel, habe ich gedacht, ne? Da ist das wieder was Eigenes hier. Dann werden wir uns einfach einen Hammer bei nächstbester Gelegenheit basteln. Ich brauche dafür nur Eisen. Müssen wir wieder in unseren
in unsere Höhle da unten gehen und hoffen, dass wir Eisen kriegen. Und dann passt das schon. Dann haben wir das Rätsel schon gelöst. Was ich noch bauen werde, ist, weil es mir gerade wieder einfällt, ich möchte noch schnell zwei Blumentöpfe haben. Das machen wir heute noch. Weil, wie gesagt, ich muss jetzt dann eh Erde sammeln gehen. Das Ding lasse ich mal da stehen. Weil, ich möchte es jetzt ausprobieren. Ah, wir haben ja noch Blümchen, ne? Was sind denn schöne Blumen? Hier haben wir drei. Ich hoffe, das klappt. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich wollte ja schon immer mal hier. Zack. Hi. Und zack. Hi. Da so einen schönen Blumentopf haben. Mit einer Bepflanzung drinnen. Klappt das? Oh no. Nein, das ist ein Strauch, ne? Sträucher klappen nicht. Habe ich sonst noch Blumen? Oh Mann. Doch hier, schau mal. Korallenwurz, was nehmen wir denn? Ich schau mal, ob die funktioniert. Das möchte ich noch gern machen. Ein bisschen schöner hier einrichten. Mal schauen, ob die klappt, aber die wird zu groß sein wahrscheinlich. Ja, die wird zu groß sein. Herrschaftszeiten, das habe ich keine passenden. Schaut, jetzt komme ich nicht mehr da rein. Keine passenden Blümchen, wie gemein. Du wirst auch eher mehr ein Strauch sein, nehme ich mal an. Schade. Ich dachte, das wäre jetzt noch ein gelungener Abschluss für heute gewesen, aber ich glaube, das klappt so nicht. Das klappt leider so nicht. Schade. Du vielleicht? Na, auch nicht so recht. Dann muss ich mir noch passende Blümchen suchen. Aber auf jeden Fall haben wir schon Blumentöpfe, das ist ja auch nicht schlecht. Und noch dazu Überlänge vom Bad, das ist ja noch schöner. Und ich muss dann bald wieder, wir werden dann im nächsten Part wieder kochen, selbstverständlich. Wie gesagt, ich nehme dann erst wieder nächste Woche auf. Für diese Woche bin ich jetzt fertig. Jetzt kommt dann noch Risen im Anschluss. Da mache ich noch drei Parts. Dann haben wir unsere sieben für die Woche zusammen. Und ja, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich wieder von euch, bei euch. Ihr Lieben, es war mir wieder mal ein Volksfest. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Durchhalten meiner Parts, meiner Fails, meiner Vibes, wie auch immer. Ich bedanke mich noch obendrein für all eure Tipps und Tricks, die mir da auch so zukommen lassen tut. Und ich hoffe sehr, dass euch das Häusele hier auch gefällt. Und ich hoffe, dass hier unsere Pflanzen sich wohlfühlen werden und sich hier in Hülle und Fülle, ja, gedeihen und sich da Früchte tragen und uns somit gut versorgen tun. Jo. Ihr Lieben, vielen lieben Dank für alles. Einen schönen Tag, einen schönen Abend wünsche ich euch, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!